Deine Mutter macht Telefonstreiche bei 9 Live. Das muss man machen, aber das ist doch nicht uncool, Mann. Das kostet einfach Geld. Na und? Oh, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der kommt flach und ja, ich habe natürlich wieder Lukas dabei, wie es halt sein muss. Yo, was geht? Und wir haben noch einen super süßen Gast dabei, der für seine super süßen Geräusche und für sein super süßes einfach. Oh, er ist so süß! Ich meine, oh! Aber ich hör auf mir zu schmeicheln. Hä, Adi? Achso, ja, ist ja. Ist so, Alter. Okay, ja gut, dann haben wir jetzt halt Tadel. Ja. Wenn wir alleine sind, sagt Revi mir immer, dass ich süß bin. Das stimmt, aber das darf. Psst, Alter. Scheiße. Okay, ja, turn up for what? Tadel, du darfst gerne anfangen, wir lesen uns wieder Witze vor. Und ja, soll ich anfangen tatsächlich? Das darfst du gern tun. Oh, geil. Was sagt ein Maulwurf in Belgien? Aus dem Weg, Kinder! Oh, Junge. Also, Freunde, ich will mich schon mal vorweg für die Zuschauer jetzt entschuldigen. Die Witze, die ich vorlesen werde, werden jetzt nicht so die saubersten sein. Passt schon. Woran hält sich denn ein Belgier beim Sackfest, Tadde? Boah, das weiß ich, glaube ich, sogar am Kinderwagen oder sowas. Und am Schultornister. Oh, Junge! Ah, ja, Wuchs! Stimmt! Okay, pass auf. Krank. Wenn deine Mutter versucht, 2 plus 2 zu addieren, erleidet sie ein Schädelbasisbruch. Was? Was? Hä? Was? Was? Der Schädel bricht so vom Nachdenken einfach. Hier ist viel Gedanken drin. Hä? Oh, geil, Alter. Was ist der Unterschied zwischen belgischen Kindern und Kartoffeln? Die Kartoffeln sind erst unter der Erde und dann im Keller. Oh, Junge. Oh, shit. Alter, Mann. Was hat ein Belgier in der Vorhaut? Milchzähne. Boah. Oh, yo, Alter. Oh, ja. Also wir wollten eigentlich deine Mutterwitze machen jetzt, Junge. Okay, egal, pass auf. Deine Mutter spielt Armdrücken mit einem Kettenbagger und taut sie ihn mit einem Bulldog. Yo. Scheiße. Yo. Deine Maßen muskulöser Bastard. Muskulöser Dude. Lass mich eben was Neues vorlesen. ein Schiff mit unter anderem einem Deutschen, einem Amerikaner und einem Belgier drauf beginnt zu sinken. Der Deutsche sagt, rettet die Kinder. Der Ami sagt, ah, come on, fuck the kids. Und der Belgier sagt, ja, haben wir dafür denn noch Zeit? Oh Mann. Richtig scheiße. Haben wir dafür denn noch Zeit? Aber das scheint hier gerade vor allem... Denkt man so, weil der Ami dann auf einmal Englisch redet, dass es so mit den Sprachen ja, zu tun Belgier hat. Ja, der Belgier einfach Deutsch. Richtig behindert. Richtig dummer Witz. Aber ich meine, wer von uns kann Französisch oder halt Flämisch? Keiner. Also von daher. Niederländisch, Alter. Die sprechen alles, die haben keine eigene Sprache. Die haben doch, die sprechen doch sogar in Teilen Deutsch, oder? Ja, dann. Da! Jetzt ist lustig. Ja, weißt du? Deswegen Deutsch. Jetzt noch lustig. Oh, Lukas, deine ja. Mutter, Lukas, deine Mutter ist bei. Vergessen wir das. Cut. Nein, der Belgier, der kommt auf jeden Fall aus so einem Ort, wo die so Französisch sprechen. Das habe ich gesehen. Ja. Also, es steht da noch, das habe ich nur nicht gelesen. Unten in der Klammer. Lukas, deine Mutter ist bei Saw gestorben, obwohl sie sich nur zwischen dem Gegengift und einer Portion Pommes entscheiden müsste. Vor allem einfach seine Mutter direkt. Oh ja. Scheiße. Oh Gott, okay, pass auf. Damals in der Eiszeit trugen die Mammuts auch noch Mäntel aus dem Fell deiner Mutter. Was? Oh, Junge. Wie er lacht. Oh, jo, ein Belgier und ein Kind gehen nachts durch den Wald. Ja, pass auf. Dann. Oh, das ist richtig mies, Alter. Dann fängt das Kind an zu jammern. Oh, hier ist das so dunkel und kalt. Und wir sind nur zu zweit. Ich fürchte mich so. Und dann sagt der Belgier:
Ja, was soll ich denn sagen? Ich muss gleich mal alleine nach Hause zurück. Das ist brutal, Alter. Oh, jo, Alter. Ja, ja. Ey, Revi. Die Mutter stinkt sogar unter Wasser. Lukas, deine Mutter wollte eigentlich den Bus 240 nehmen, aber hat die verpasst und dann deshalb einfach zweimal den 120er. Ich muss ja wieder einen vorlesen, ne? Ja, das rotiert. Wie suchen belgische Eltern ihre Kinder? Mit dem Bagger. Oh, Junge. Wir sind so unendlich makaber, die Witze hier. Warte, was haben wir hier noch? Lukas, bist du noch da? Ich hab mich schon gewundert. Wenn er okay. nicht anfängt zu lachen, er hat einen Timeout gerade. Er ist einfach gegangen, ich meine, okay. Ich hab Lukas? Mich schon richtig ohne mein Witz. Ja, weil du zu hart gelacht hast. Ich hab mich gewundert, dass er nicht gelacht hat. Ich dachte so, was für ein unterirdischer Witz muss es denn sein, wenn er nicht anfängt zu lachen? Ein Belgier fickt seinen Sohn. Mann, du bist genauso gut wie deine Schwester. Ja, ich weiß, das hat Mama auch schon gesagt. Oh, Mann. Oh Gott, Junge, pass auf. Deine Mutter ist so hässlich, sie bekommt nicht mal E-Mails von Amazon. Was? Was hat das, hey, was hat das mit hässlich zu tun, hä? Das hier. Ja, steht hier. Oh jo, Alter. Oh, Alter. Ja. Ich will gerne mal wieder so einen anderen Witz vorlesen, okay. Ne? Die Belgier, die nehmen mir gerade so überhand. Okay, wie wär's, warte, ich kick noch einen kurz raus, okay? Okay? Deine Mutter hat nur noch einen Zahn und dein Vater benutzt sie trotzdem als Flaschenöffner. Oh, Junge! Ich hab das Bild einfach vor Augen, wie so eine Frau mit nur einem Zahn von ihrem Ehemann auf so eine Flasche Bier gedrückt wird. Und dann macht er das Bier auf und sie verliert einfach ihren letzten Zahn wegen dem Bier. Ach ja. Oh, jo. Okay, warte, ich will noch einen machen. Wenn deine Mutter hungrig ist, nimmt sie die Bilder aus Kochbüchern und frisst im Was? Jo, läuft bei der. Deine Mutter macht Telefonstreiche bei 9 Live. Das muss man machen, aber das ist doch nicht uncool, Mann. Das kostet einfach Geld. Na und? Ja, na und, das ist doch mega geil. Ey, wenn meine Mutter das machen würde, wäre ich richtig stolz. Lukas, ja. Deine Mutter geht zur Werbung Millionär, benutzt den Telefonjoker, um deinen Vater im Gefängnis anzurufen. Oh, Junge. Junge, ich heul fast. Ich komm nicht klar. Junge, ich finde nichts mehr. Also nichts anderes. Warte, ich hab noch einen. Deine Mutter ist so dumm, die denkt, dass USB ein Nachbarland von USA ist. Alter. Oh. Alter. Oh Gott. Oh yo, okay. Lukas, deine Mutter ist so fett, nicht mal 10 Uri Geller könnten sie verbiegen. Wo kommen die auf einmal her? Sind sie so voll die News-Style? Ich weiß. Deine Mutter lässt Tische bei ProSieben fliegen. Oh Mann. Deine Mutter schnallt den Ventilator auf den Rücken und denkt, sie ist ein Hovercraft. Ich sterbe. Ich sterbe einfach. Oh. Tadel, sag du mal bitte was. Also ich lese jetzt einfach irgendeinen vor. Ja, ich habe den selber noch nicht gelesen. Hitler hat einen guten Tag und sagt zu den Juden, diejenigen, die diesen Pool überschwimmen, sind frei. Er sieht auch die ersten Juden. Hey Junge, das ist einfach. Wie ist das geschrieben? Ich werde es jetzt so vorlesen, wie es hier steht. Er sieht auch die erste Jude, aber er sinkt, wenn der ersten Drittel sinkt. Hier kommt der zweite Jude. Er schwimmt bis zur Hälfte und sinkt. Kommt der dritte Jude, am Ende nur zwei Armschläge sind zurück und er sinkt nach unten. Dann
Hitler? Nun, ich dachte, dass er ist säurefest. Junge, der muss ja einfach so sein, dass die in Säure schwimmen müssen. Aber wer hat denn das übersetzt? Ist das einfach so aus dem Englischen übersetzt? Ja, ich glaube schon. Mann. Lukas. Ejo. Deine Mutter spricht die Synchronstimme vom Terminator. Junge, diese Lache, wie sie aus ihm rausgeschossen kommt. Richtig flach. Deine Mutter fährt in der U-Bahn und sagst, du was? Was? Oh Mann, Junge. Also, Warte. Deine Mutter ist so hässlich, ihre Mutter hat sich früher mit der Steinschleuder gefüttert. Ein Zug hat sich vor kurzem vor deine Mutter geworfen. Junge. Oh, die Robert-Enke-Witze, Alter. Laufen zwei Belgier durch die Stadt und sehen ein achtjähriges Mädchen. Sagt der eine, boah, die ist aber echt geil. Sagt der andere, boah, Alter, die hättest du mal vor 3 Jahren. Das ist so fies, wie einfach wegen diesem Marc Dutroux einfach auf einmal alle Belgier so Kinderficker sind in Witzen. Das ist unglaublich. Oh, Scheiße. Bin jetzt auf einer Seite, die als Hitler-Witze aus dem Rücken Korrekt. Okay, pass auf, wie wär's damit? Tadel, du hast ja... deine Mutter ist so hässlich, sie hat sogar Medusa in Stein verwandelt. Oh, ich krieg keine Luft mehr. Das ist übrigens tatsächlich die ehrliche Erklärung aus der griechischen Mythologie, ne? Also jetzt nicht mit meiner Mutter, sondern dass die Medusa Leute versteinert, weil sie so hässlich ist. Ich weiß. Das ist einfach der Grund so. Ihre pure Hässlichkeit tötet einfach Leute, Mann. Oh, Freunde. Okay, jeder noch ein. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwas Cooles finden. Ich brauche auch noch was, komm schon. Ja. Pass auf. Frauen schauen in den Spiegel und denken, der Speck muss weg. Deine Mutter denkt das auch, sobald sie in den Kühlschrank schaut. Junge, was ist das für eine hässliche Lache? Lukas! Die auf einmal so. Lukas! Die klang einfach, als wäre sie in ihn reingekrochen. Deine Mutter ist die Kulisse von Starlight Express. Sie ist einfach eine Kulisse für ein scheiß Musical. Als Weltraumjunge. Okay, Tadde. Bring's bitte zum Ende, Alter. Nein, ich hab keinen mehr. Dann lese ich jetzt einfach wieder einen vor, den ich vorher nicht gelesen habe. Läuft ein Belgier an einem See vorbei und sieht ein weinendes Mädchen. Der Belgier fragt das Mädchen, hey, warum weinst du denn? Darauf das Mädchen, meine Eltern sind gerade im See ertrunken. Der Belgier zieht seine Hose runter und sagt, tja, heute ist wohl nicht dein Tag. Alter, der ist ein Miese, Mann. Oh, Junge. Okay, Freunde, das war's von dieser Folge der Kopflach. Schaut auf jeden Fall mal bei Tadel und Lukas vorbei. Lukas hat jetzt auch noch eine Folge. Wir drehen jetzt danach noch eine mit Tadel. Auf seinem Kanal, also eine verschiedene Folge. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ich gehe jetzt erstmal und ein bisschen sterben. Haut da rein. Auf Wiedersehen, Freunde. Tschüss. Ja, tschüss, ciao. Leute. Es tut mir leid.